12.10.2024. Der Filvo ist in Steckenborn beim Lichterlauf. Was hat heute? Auch hier ist einiges elektrifiziert. Es ist noch etwas früh, da muss noch einer einschalten gehen nachher. Vor lauter Reflexion in der Scheibe kaum was zu erkennen. Ne? Was haben wir? Da haben wir die alte Spitze. Noch haben die Neubauten den Parkplatz nicht ganz verschlungen. Langsam dämmert und es wird langsam auch gezündelt. Die Anmeldungen sind oben im Clubraum. Toiletten sind entweder hier unten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sprecht einfach. Die Leute mit den blauen Kometenjacken an. Noch ein Ausblick, denn für die Fackeln ist es noch ein bisschen früh. Unterschiedliche Farbe im Asphalt. Bis jetzt hatte man hier viel Glück mit dem Wetter. Im Moment fängt es an, ein bisschen zu nieseln. Was erzähle ich denn jetzt hier um den Staffelwechselpunkt herum, um die Musik zu übertönen, damit ja keiner wegen dem Copyright rumschreit? Tja, was sag ich bloß? Aha, Eichhörnchen. Dann laufen wir vorsichtig. Ach, wilde Musik im Hintergrund. Jetzt wird langsam alles heller. Die Fackeln werden angezündet, die Lichter sind an. Es dauert nicht mehr lange, dann geht's los. Ja komm, wechsel die Fahrt ab, wenn ich schon den Film am Laufen habe. Sauber, sauber, sehr schön. Na. Sehr schön. Super, Adam! Cool! Hi! Prima! Daniel! Die Schmitter, die beiden, wunderbar! So, sind wir schnell vorbei. Na. Super. Alter! Na. Das ist ja nicht. Was ist? Gräfi, super! Sehr
schön. Marion, prima. Da kommt die jetzige. So, ja. Jarek, hi, hi, hi. Beata, sehr schön. Mama, ich bin so fett von dir. Denk mal, unsere waren das jetzt. Prima. Jeder. Jetzt muss ich wieder, wenn die Musik noch lauter wird, muss ich was erzählen. Der Nieselregen hat sich ein bisschen verstärkt, dass ich so ein bisschen die Hand über das Objektiv halten muss. Fährt ist dann so ziemlich das erste Mal durch. Dann spaziere ich mal eine Runde entgegen, wa? Ja, da kommt die Spitze schon wieder. Haben wir doch schon Tropfen auf der Linse. Man muss mit dem Gegenlicht hier mal mit Kunst rausreden. Oder lassen wir den Clip nachher weg. Das dürfte jetzt zu dunkel sein. Machen wir am besten oben im Ort weiter. Ja, haben wir hier noch ein bisschen Restlicht, was uns hilft.
Hier haben wir ein bisschen Beleuchtung. Also so rein aus Zuschauerperspektive könnte man inzwischen den Eindruck haben, es würde regnen. Ich schätze mal, aus Läufersicht ist das jetzt so ziemlich irrelevant. Man ist ja schon schön unterwegs. An den Stoffelwechsel und Verpflegungsstand. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr als erhöhte Luftfeuchtigkeit. Man könnte fast sagen, es nieselt. Thank you.
Prima. Nee, ist eher gegen. Prima.